Genau. Klaus-Dieter Wollitz, willkommen zurück zur dritten Amtszeit in Cottbus. Wie kam es zu dieser Entscheidung bei Ihnen? Alle guten Dinge sind drei. Die Gespräche. Also natürlich gebe ich zu, es war für mich dann auch ein Stück überraschend, dass vor, weiß nicht, jetzt 3-4 Wochen gab es zumindest eine Anfrage von Sebastian Lemke, den neuen Präsidenten, ob wir mal ein Gespräch führen können. Aber nicht um ein Gespräch eines Vertrages, sondern ein Gespräch einer Aufarbeitung. Weil es für ihn wichtig war, um festzustellen, warum das damals so auseinandergegangen ist. Meine Trennung hören zum Fußball dazu. Und da habe ich gesagt, bin ich natürlich bereit. Und dann gab es dieses Gespräch. Und dann habe ich meine Situation so dargestellt, wie ich sie empfunden habe, wie ich sie erlebt habe, wie ich sie für mich tagtäglich in der Arbeit mitbekommen habe. Und dann gab es dieses Gespräch. Und das war sehr offen, sehr intensiv. Und Gespräche sind dann manchmal auch nie immer so angenehm und sind dann so auseinandergegangen, dass er sich da sehr bedankt hat. Und dann kam auch heraus, dass er mich gefragt hat, wie das damals in den Vertragsgesprächen war, wer die geführt hat. Und habe ich gesagt, ich habe das gemacht, ich hatte ein Budget. Und dieses Budget habe ich dann immer versucht, eine Mannschaft zusammenzustellen. Natürlich dann nach den Vorstellungen, die ich hatte. Ich hatte da keine Leute, die dann, wie jetzt Maxi als sportlicher Leiter, wo ich mich mit austauschen musste. Ich habe mich ausgetauscht mit dem Funktionsteam, also mit den Trainern, Athletiktrainern oder natürlich auch Spielern. Ich habe immer gesagt, Spieler sind die besten Botschafter eines Clubs. Und so habe ich dann immer Mannschaften zusammengestellt. Und weil er dann, das hat er mir dann zur Kenntnis gegeben, hat er gesagt, dass er verwundert war, wo das jetzt übernommen worden ist, dass die Mannschaften nach mir wesentlich teurer waren und andere Vereinbarungen getroffen worden sind, wie ich das für den Club gemacht habe. Und dann habe ich gesagt, ich hatte die Vorstellung, das so zu machen und ich habe das versucht, in dem Rahmen der Möglichkeiten umzusetzen. Und dann hat er noch gefragt, warum bei mir der sofortige Wiederaufstieg, obwohl noch gar keine Mannschaft zusammengestellt worden ist und nach mir die Mission 22 aufgerufen wurde. Da konnte ich dann keine Auskunft geben. Das, was für mich wichtig war, habe ich so dargestellt, wie ich es empfunden habe. Und dann kam mir in der Zeit, war Maxi auch da. Und Maxi hatte den Auftrag vom Präsidium, eine sportliche Analyse zu machen. Diese Analyse hatte das Präsidium dargestellt. Dann gab es wieder einen Anruf. Und ob wir uns mal zusammentreffen können. Und da war auch die Legende Lemmy dabei. Und das war eigentlich dann auch mit einem ausschlaggebenden Punkt, weil er aus Marketing und aus selber Fußballer in vielen Funktionen bei Energie Cottbus gearbeitet hat und dann auch mal seine Analyse gegeben hat in dieser Geschichte. Und dann wurde das nochmal aufarbeitet. Und dann wurde dann gesagt, dass sie sich vorstellen können, unter gewissen Voraussetzungen vielleicht nochmal eine dritte Zusammenarbeit, das aber dennoch auch wirtschaftlich nicht einfach ist, schon alleine durch Corona, aber auch wie dann wahrscheinlich wirtschaftlich gearbeitet worden ist, nicht so einfach ist, ob das möglich wäre. Und für mich war jetzt nicht wirtschaftlich wichtig, sondern für mich war wichtig die Aufarbeitung. Dass es zumindest Leute gab intern, da waren mehrere Leute am Tisch, ich natürlich alleine, dass das für mich aufarbeitet werden kann, damit zumindest Leute wissen, okay, wie ist das eigentlich zustande gekommen. Und dann habe ich irgendwann den Anruf gekriegt, dass sie gerne mit mir arbeiten möchten und ob ich das dann auch wirklich machen würde. Aber unter diesen Voraussetzungen, die jetzt gegeben sind und sportlicher Leiter, und so. Und ich habe 2019 den Club empfohlen, Maxi Zimmer als Kaderplaner einzustellen. Ich halte sehr viel von solchen Positionen. Ich halte sehr viel von Athletik, halte sehr viel von Videoanalysten. Und die gestern dann alle zu sehen, das war super. Und war auch Freude da. Und also kann man nicht so viel falsch gemacht haben. Es war dann jetzt im Nachhinein, nicht nur jetzt, hier und heute, in der Vergangenheit, es war ein Fehler. Ich hätte mit meiner Erfahrung und dann auch mit meiner manchmal Sturheit, ist ja manchmal gut, manchmal nicht, aber in dem Fall hätte ich hätte das durchziehen müssen und
hätte die Mannschaft und die Fans und die Mitglieder und die Sponsoren nicht im Stich lassen dürfen. Bei dem anderen bin ich für mich total akkord, da nicht, ist klar. Es ist ein großer Fehler. Ich kann nur sagen, tut mir leid. Man kann auch nicht wieder was gut machen. Ein verlorenes Spiel kann man nicht wieder gut machen. Man kann jetzt nur gemeinsam sich gegenseitig eine faire Chance geben. Wichtig ist, dass am Ende, natürlich bin ich auch ein anderer Typ, ich ein bisschen polarisieren, aber das, wenn man gestern, ich habe gestern mit Jan Koch und Axel Borgmann gesprochen, ich habe vor längerer Zeit auch mit Eisenhut und so gesprochen, wegen das für mich nochmal aufzubereiten, um das, ob das überhaupt für mich in Frage kommt. Und die freuen sich und Unico haben die gesagt, Trainer, wir haben erstmal festgestellt, wo sie weg waren, was sie alles von uns ferngehalten haben. Das war für mich wichtig, das ist eine Basis. Nochmal, die Mannschaft muss am Ende, Samstag, Sonntag, Freitag, wann gespielt wird, muss die funktionieren, die muss frei sein. Die darf nicht mit Problemen in ein Spiel gehen. Und das kann ich von einer Mannschaft fernhalten, das kann ich einer Mannschaft geben. Das kann ich aber nur geben, wenn ich frei bin. Und ich hatte das Gefühl, am Ende nicht mehr frei zu sein. Und ich sage nochmal, ich habe eine pure, extreme Energie. Aber ich, wenn ich wirklich auch eine Akzeptanz empfinde, und das hatte ich ja auch immer hier im Publikum, das war fantastisch, aber ich hatte es in der nicht. Und deswegen habe ich mich damals dazu entschieden. Wenn ich die Uhr zurückdrehen könnte, sowieso mit dem Wissen, nur 5 Spiele. Also ich glaube schon, so wie wir drauf waren, bis Ende Dezember hätten wir diese 5 Spiele auch vielleicht rocken können. Das ist zwar hypothetisch und ich kann ja auch nicht sagen, dann wäre das so gekommen, aber vielleicht wäre ein Stück die Wahrscheinlichkeit höher gewesen, weil ich zu der Mannschaft einen extrem engen Draht habe. Nochmal, das haben die Gespräche jetzt gezeigt mit den aktuellen, mit den Spielern, die damals bei mir da waren, die wirklich mir das Gefühl gegeben haben, dass da nichts hängen geblieben ist. Im Gegenteil, sich freuen und ich freue mich auf sie und ich freue mich auf diese Möglichkeit, das dritte Mal versuchen mit allen Mitstreitern, mit, wir brauchen Publikum, das weiß ich, speziell auch ich, dass ich dann am Ende mit ehrlicher Arbeit, auch wenn das Wort jetzt sehr gewichtig ist, wieder die Unterstützung bekomme, dass dieser Club, diese Mannschaft, dass wir dann wieder diese sportlichen Ziele verfolgen können und auch irgendwann wieder diese Schlagzeilen haben. Das wünsche ich mir, weil es auch, glaube ich, wichtig ist für die Mannschaft, ohne eine Belastung in irgendwelchen Spielen zu gönnen. Aber bitte trotzdem nochmal Verständnis dafür zu haben, dass ich nicht alles sagen werde, weil das hier und jetzt viel wichtiger ist. Ich glaube aber, so ist das neue Präsidium in den letzten Wochen und Monaten aufgetreten, wenn sie nicht davon überzeugt wäre, dass da für sie das, was ich dargestellt habe, auch schon sehr ehrlich ist, dann hätten sie diese Entscheidung nicht getroffen. Weil denen, und das muss man sagen, das ist eigentlich das höchste Kompliment, ist der Verein wichtiger als Person. Und so sollte es dann auch sein. Dennoch freue ich mich, dass sie die Entscheidung auf meine Person getroffen haben. Das darf ich, denke ich, auch sagen. Neben der Aufarbeitung mit dem Verein und dem Präsidium ist die Aufarbeitung mit den Fans. Seitdem klar war, dass Dirk Lottner geht, kamen die Gerüchte hoch, dass sie wiederkommen. Und das wurde sehr, sehr kontrovers im Internet diskutiert. Die einen sagen, der Heilsbringer, um es mal zu übertreiben. Die anderen sagen, oh Gott, bloß nicht. Wie gehen Sie damit um? Also Fans sind ja wichtig. Sie haben das schon mehrmals gesagt, auch in den vergangenen Amtszeiten. Aber wie gehen Sie mit dieser jetzt neuen Polarisierung um? Das ist eine andere Situation. Das ist klar, dass es kontrovers werden könnte, war mir auch klar. Ich habe jetzt vieles, wurde mir mitgeteilt. Dann kann man auch sagen, also bitte, wir reden von Mensch zu Mensch. Und bei aller Kritik, die nachvollziehbar ist, freue ich mich natürlich auch über die, die sagen, wir freuen uns, dass er zurückgekommen ist. Wir sehen das Sportliche. Also, aber ein Heizbringer bin ich nicht. Aber ich verstehe sehr viel von diesem Geschäft. Ich verstehe sehr viel vom Fußball. Umso ärgerlicher ist es ja, sage ich ja, sehr selbstkritisch, sehr, sehr reflektierend, dass ich damals nicht mit der Erfahrung und auch, denke ich auch, natürlich habe ich Emotionalität und Emotionalität hört auch zu mir, das ist auch nichts Schlimmes, aber trotzdem mit dem Wissen, jetzt in der Situation keine übereilte Entscheidung zu treffen. Auf der anderen Seite, wenn man diese Frage stellt und innerhalb von wenigen Stunden der Vertrag aufgelöst wird, ja, ohne mal die Bedingungen zu erfüllen,
dann hatte man auch nicht großes Interesse, meine Person hier zu halten, trotz der sportlichen Situation. Und das darf man ja dann auch zumindest mal erwähnen, soll aber nicht jetzt für irgendwas erhalten. Ich wünsche mir, dass die Fans dann am Ende, ich hoffe, dass wir das auch schaffen, eine Mannschaft wieder da aufzubauen, die zeigen lässt, sie spielt gerne, sie ist gut ausbalanciert, sie verfolgt ein Ziel. Sie kann dieses Ziel erreichen. Man weiß nie genau, wenn man gewisse Sachen verändert, wie lange braucht der eine oder andere. Das habe ich ja jetzt gesagt. Der eine Spieler, der muss trainiert werden. Der andere Spieler muss geführt werden. Der andere Spieler muss noch ganz was anderes, um eine Mannschaft zu machen, um eine Mannschaft zu gewinnen, eine Mannschaft davon zu überzeugen. Ich denke, dass ich sagen kann, dass wir wissen und dass ich auch weiß, welche Spieler, glaube ich, hier funktionieren können. Es haben schon viele Spieler hier überrascht, wo man nicht davon ausgegangen sind, dass das funktioniert. Die sich dann auch, das muss man auch sagen, oder darf man sagen, muss man nicht, kann man aber sagen, will ich auch sagen, sage ich auch gerne. Ich glaube, in den Zeiten, wo ich hier war, haben viele Spieler immer gesagt, dass sie sich sehr wohl gefühlt haben und dass sie sehr gerne hier waren. Ich habe das in den letzten Monaten, habe ich das nicht gehört, im Gegenteil. Also in den Gesprächen, die ich mit diesen Spielern, speziell auch gestern und in den letzten Wochen in der Aufarbeitung auch für mich geführt habe, da habe ich ganz was anderes gehört. Also da war kein Spieler mehr davon überzeugt, hier spielen zu wollen. Und das ist, zeigt ja auch, dass wir da sehr viel rein investieren für die Jungs, für die Spieler. Also wir müssen nicht immer Komfortzonen aufbauen, aber ein gewisses Wohlfühlen, gewisses Vertrauen, gewisses so ein Sagen, ey, das macht richtig Bock. Auch mit dem Typ, weil lass die anderen vielleicht draußen denken, aber für uns ist der, wie der mit uns arbeitet, ist das sehr, sehr wichtig. Und nochmal, die Spieler haben das gesagt, Trainer, wo sie weg waren, haben wir erstmal feststellen dürfen, was sie alles von uns ferngehalten haben. Und so werde ich weiterhin arbeiten. Ich denke, dass mir das nicht nochmal passieren wird, was mir da passiert ist. Auf Platz 1, das ist ja irgendwann das Ziel. Und da möchte ich auch persönlich nochmal hin. Ich glaube auch, dass das möglich ist. In welchem Zeitfenster, das kann ich nicht hundertprozentig sagen. Lassen wir uns da nochmal im Juli, vielleicht auch August, reden, wie dann die Mannschaft am Ende zusammensteht. Bisher haben wir es immer geschafft, gute Mannschaften zusammenzustellen, Typen zu finden, die richtig Bock hatten, Typen, die dann sich hier nochmal auf eine andere Stufe entwickelt haben und das traue ich uns zu, sowieso in der Art, wie der Verein jetzt auftritt. Nochmal, den Verein ist nicht die Person wichtig, der Verein, die handelnden Personen ist der Club wichtig. Und ich glaube, das kommt rüber und ich glaube, das gibt auch nochmal jetzt die Situation, dass A, ich hier stehe und B, vielleicht über andere sportliche Ziele wieder diskutiert werden kann. Das wünsche ich mir auch, über bessere. Vor 2-3 Monaten hat der Präsident mir auch persönlich gesagt, hatte er nicht den Glauben, dass da noch mal kurzfristig was anderes geht. Aber in den Gesprächen mit der Offenheit auch zu den Sponsoren, strategischen Partnern, aber auch zu den, mit den Gesprächen mit den Spielern, was die Spieler den jetzigen Präsidium an Feedback gegeben haben, Maxi und so, stehen wir hier und sagen, euphorisch ist jetzt völlig falsch, sowieso auch, weil die Situation mit mir ein bisschen anders ist. Ich denke schon, dass ich eine Euphorie entwickeln kann, aber gerade wird da halt anders diskutiert, nochmal mehr als nachvollziehbar, mehr als verständlich. Glaube ich schon, dass wir hier sportlich richtig wieder was auf die Beine stellen können und am Ende sollte dann zumindest das Ergebnis erzählen, was man dann für eine Meinung hat und man sollte nicht ins Persönliche reingehen. Das finde ich, hat da nichts zu suchen. Nochmal, ich wünsche mir jeden Fan, ich habe großen Respekt auch vor den Fan, der ins Stadion geht und sagt, für den gehe ich nicht ins Stadion, das akzeptiere ich. Es geht um die Sache, es geht um den Club. Es geht um die Mannschaft und die muss am Ende mit viel Freude und ganz frei, also die jetzt gestern im Urlaub gegangen sind, die gehen wirklich mit einer extremen Begeisterung, mit einem extremen Optimismus, gehen die im Urlaub und so werden sie dann auch Mitte Juni dann hier wieder auftreten. Und deswegen ist es wichtig, das zu begleiten. Ne? Natürlich ist es auch wichtig, meine Person, ich kann jetzt nicht sagen, ich will da aus dem Mittelpunkt raus. Ich bin ein Typ, der dann auch im Mittelpunkt steht und ich hoffe, ich trage dazu bei,
dass das dann sachlich und fair vor allen Dingen aufarbeitet wird.